Ach, scheiße, jetzt habe ich losgelassen. Hoch, komm. Oh mein Gott, ja. Man hört es mir vielleicht schon an, aber ich... Ja. Mir gefällt dieses Level nicht so. Es ist schon irgendwie cool, so hoch im Himmel zu sein, aber... Dieses reine Kletterlevel, oh, das geht langsam auf die Nerven. Keine Action durch irgendwelche Kämpfe. Und ja, die Akrobatik hier ist nicht so anspruchsvoll wie in Prince of Persia, The Sands of Time. Naja. Dann gucken wir halt eben den Prinzen jetzt ein paar Minuten beim Klettern zu. Ich kann ja auch nichts dafür. Okay, jetzt müssen wir schnell hoch, bevor die Kiste hier runtergeht. Hoch, hoch, hoch. Und ja, zack. Ah, also wirklich. Ah, diese klassische Trilogie. Oh, das ist doch einfach klasse, oder? Prince of Persia 3D ist der dritte Teil der klassischen Prince of Persia Trilogie. Und wir nähern uns jetzt immer näher und näher dem großen Finale. Wir werden jetzt zum dritten Mal die Prinzessin retten und dann endgültig unseren Frieden finden. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber oh, ich musste jetzt fast niesen. Oh. Okay. So. Okay, jetzt muss aber langsam Level 9 durch sein, oder? Langsam gehen meine Nerven durch. Oh, oh, oh. Was Besseres kann ich hier gar nicht berichten. Oh, okay, am Ende. Hä? Hier ist es so dunkel, ich sehe gar nichts. Ja. Okay. Ah, okay. Level 10 ladet sich jetzt. Und ja, hört ihr es? Haha. Jetzt habe ich so ein kleines Ladetitel hier ins Video reingeschrieben. Ja. Der Grund, ich habe es irgendwo, ja, also es gehört eigentlich zum Prince of Persia dazu, 3D, aber keine Ahnung, warum es bei mir nicht abgespielt wird. Jetzt habe ich es wenigstens digital dazu hinzugefügt. Ja. Okay. Level 10. Sicher. Und weil ich jetzt einfach die Zeit habe zum Let's Playen, mache ich nicht eine Pause, sondern ich Let's Play weiter. Ja, es geht mit Level 10 weiter. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Ah, okay. Hier sind solche Bretter. Springen wir mal hoch. Okay, hoch. Oh mein Gott. Falsche. Ja, ich bin falsch rausgekommen. Ja. Hier ist gar keine Plattform, nix. Bin ich hier falsch gelandet. Es war wohl die... Hier. Hier links jetzt. Ja, hier geht's weiter. Genau. Ah ja, und diese Plattform wollte auch mal nicht funktionieren. Mal gucken, wie es jetzt ist. Ja, die da oben meine ich jetzt. Jetzt nicht die, welche ich anspringe. Ja, genau. Doch, die Plattform funktionierte letztes Mal, aber sie hat sich irgendwie so schief geladen, dass sie nicht genug vorangerückt ist, wo ich mich dann loslassen konnte. Und dann bin ich immer runtergefallen, immer wieder. Ja, hoffentlich wird es jetzt diesmal aber klappen. Ja, warten, warten. Und jetzt. Okay, geschafft. Oh, sichern geht nicht auf der Plattform. Naja, egal. Scheiße. Da ist eine Wache. Hüpf. Hoffentlich hat er keinen Bogen. Okay. So. Und jetzt komm her. Fuck. Scheiße, nein! Arschloch.
Ja, wir nehmen besser das Schwert zur Hand. Und jetzt hoch. Oh mein Gott, ihr seht's ja jetzt schon. Level 10 wird wieder so ein reines Kletterlevel sein. Level 11 wahrscheinlich auch. Oder nee, Level 11 wird schon ein bisschen anders sein. Ja. Lasst euch einfach überraschen. Und ja, diesen Kampf meistern wir jetzt ohne einen Kratzer. Zack. Oh, immer wenn ich die Klappe aufmache. Es ist überall so ein Dreck. Das Leben hat uns auch nicht zurückgelassen. Etwas, was ich aber wirklich sehr gebrauchen könnte. Hüpf. Gucken wir erstmal, was hier ist. Zack. Oh, also diese Trilogie ist echt geil. Wenn wir nur auf die zwei Teile davor zurückblicken. Prince of Persia 1 und 2. Oh. Ja, im 1er und 2er, da war noch Jafar, unser Endgegner. Hier ist das schon ein bisschen anders und komplizierter. Und ja, die Story gefällt mir hier echt gut. Dass die... Das ist so geil, dass halt die Story vom Einsam mit einbezogen wird, dass die Heirat mit der Prinzessin eigentlich ein Fehler war. Und jetzt haben wir hier diesen ganzen Schlamassel. Okay. Ach, was mich einfach noch stört vom zweiten Teil. Ja, erinnert ihr euch noch beim Ende vom Prince of Persia 2, wo man die Hexe am Ende sieht? Ich find's einfach scheiße, dass die hier nicht vorkommt. Jordan Mechner oder wer auch immer diese Hexe da im zweiten Teil eingefügt hat, der muss sich doch was über einen Nachfolger gedacht haben. Okay. Prince of Persia 2 ist 1994 rausgekommen. Da gab es noch nicht so richtig 3D-Spiele. Es gab schon einige, aber die waren selbst noch mit Sprites und 2D-Elementen, ja. Und bestimmt hat man Prince of Persia 3 als ein 2D-Spiel geplant. Trotzdem finde ich es blöd, dass die Hexe hier nicht eingebaut wurde. Oder ist sie hier drin und ich hab's vergessen? Nein, eigentlich würde ich mich daran erinnern. Irgendwas habe ich auf YouTube in irgendeinem Kommentar mal gelesen bei so einem Ending-Video von Prince of Persia 2, dass die Hexe doch vorkommt im dritten Teil. Aber nein, der irrt sich doch. Naja, egal. Lassen wir uns mal drauf ankommen. Ich weiß, dass es hier keine Hexe gibt. Oder was auch immer die Frau war. Hat die irgendwas mit Jafar zu tun? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Okay, hier ist nichts.